Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 10. Schön, dass ihr da seid. Was ihr hier seht, das ist das Setup für Prinzessin Aurora. Das wollte ich euch gerne als erstes zeigen, denn ich hatte euch versprochen, im nächsten YouTube-Video wollen wir sie painten. Und jetzt geht's los. Über 100 AB-Farben, ich glaube 130 sind es. Ich packe euch jetzt ins Stativ und dann geht's ans Painten. So, da seid ihr auch schon. Ja, mir wurde gestern Abend, also kurz für euch, wir haben jetzt Samstag, 11.25 Uhr. Und gestern Abend im Live-Video wurde mir mal wieder vorgeschlagen, ich soll doch mal größere Kästchen machen. Es würde ja viel schneller gehen, haben sie gesagt. Man müsste ja weniger suchen, haben sie gesagt. Okay, ich habe jetzt hier ein 10 mal 20. Das ist schon ordentlich. Allerdings hatte ich Glück, dass hier ganz, ganz viel Fläche war. Also Fläche im Sinne von 3, 4, 5 Farben. Also wirklich super. Jetzt kriege ich euch gar nicht komplett aufs Bild, sodass ihr auch noch alles gut erkennt. Deswegen halten wir uns so in diesem Bereich hier auf. Ich versuche, den auszusparen. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber irgendwo mit müssen wir ja anfangen, ne? Ich nehme jetzt erstmal Gelb, weil das sticht mir übelst ins Auge. Ich hatte euch gerade schon gesagt, also wir haben wirklich viele AB-Farben hier im Bild. Und das macht es einfach zu meinem absoluten Highlight. Ich gestehe, ich habe gestern schon mal ein Video gemacht für YouTube, für euch. Allerdings habe ich euch zum Schluss so nah rangezoomt und das war so verschwommen, dass ich das Video leider entsorgen musste. Deswegen machen wir jetzt ein neues. Ja, also ich muss sagen, ich mache ja lieber Fläche als Konfetti. So ein bisschen teilt es sich auf, aber das hier war jetzt wirklich Luxus. Das hier zeige ich euch nachher zum Abschluss. Das ist wirklich hart. Also das ist übrigens auch die Blume, die sie im Haar trägt. Und die ist wirklich heftig. Also die wird wirklich krass. Das Bild ist wunderschön. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich hoffe ja auch, dass ich das jetzt mal in einem Stück durchziehe und nicht wieder was anderes anfange. Weil ich glaube, mehr Diamond Painting mit Herz geht eigentlich gar nicht. Also das ist so, ja, um es jetzt mal negativ zu sagen, der Endgegner. Also wir haben hier 200 Farben. Okay, da geht natürlich noch mehr. Aber wir haben übelstes Konfetti. Und durch diese knapp 130 AB-Farben kann ein Bild kaum schöner werden. Also es ist wirklich mal was Besonderes, wenn ich kein AB habe. Das macht schon extrem Spaß. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber an das Konfetti werde ich mich, glaube ich, nie gewöhnen. Habt ihr eigentlich ein anderes Wort für Konfetti? Ich suche immer nach einem anderen Wort, aber irgendwie bin ich noch nicht fündig geworden. So, zwei Haken sehe ich. Oh, drei Haken im Augenwinkel. Also das Tolle ist ja, ich kann euch das von Herzen nur empfehlen, wenn ihr bei uns bestellt, bestellt auf... Oh, hier. Oh, oh, kein AB. Wir haben es gerade noch gesagt. Bestellt auf jeden Fall mit runden Etiketten. So, wo sind sie jetzt hin? Ja, warte, ich mach mal den Elfylo. Okay, oh, hier ist eins. Durch diese runden Etiketten habe ich gar nicht mehr das Problem, dass ich ein Symbol suchen muss, weil die Symbole eben so schön groß drauf gedruckt sind, dass ich die quasi schon im Augenwinkel sehe. Und dadurch ist es halt nicht dieses berühmte Wimmelbild. Und es geht dadurch super leicht von der Hand und macht noch mehr Spaß.
Zudem ich ja sowieso diese runden Dosen habe und ich jetzt hier nichts mehr zuschneiden muss, weil ich das einfach nicht mag, wenn das so überlappt. Und mein Monk ist einfach absolut übermäßig befriedigt mit diesen runden Etiketten. Ne? Ich finde keine Worte dafür, wirklich. Ich liebe sie einfach so sehr. So, ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob ich jetzt alle habe. Nee, da ist noch einer. Mal gucken, ob das noch in eurem Wirkungskreis ist. Oh ja. Da ist es. Leider könnt ihr mir ja nicht helfen bei der Suche, weil ihr nicht reden könnt. Apropos reden. Also ich muss mich erstmal ganz doll bei euch entschuldigen. Okay, da fällt mir ein Schiffchen nehmen können, ne? Und zwar habe ich gestern dann mal festgestellt, dass es doch einige Kommentare unter meinen Videos gibt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und ich habe mich absolut geschämt, dass ich keinem geantwortet habe, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ich habe einfach keine Push-Benachrichtigung bekommen und dadurch wusste ich nicht, dass jemand kommentiert hat. Und ich dachte mir, okay, von den Aufrufen her kommen die Videos, glaube ich, ganz gut an. Aber vielleicht hat einfach niemand was dazu zu sagen. Ja, dem war dann doch nicht so. Ich habe gestern allen geantwortet und ich habe es auch schon geschrieben. Ich bin jetzt auf Zack und werde immer direkt antworten. Ich habe mir jetzt eine Strategie zurechtgelegt. Auf meinem Computer und auch auf meinem Handy, wie ich jetzt alles immer gut und schnell und zügig beantworten kann. So. Also die Entschuldigung ist schon mal raus. Ey, ich sehe nichts hier. Wie gesagt, ich bin echt nicht so Typ Konfetti. Auch wieder eine AB-Farbe. Das ist noch ein bisschen ungewohnt für mich. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die sagen, oh, ich liebe Konfetti. Das macht einfach so Spaß und keine Ahnung, ich komme damit super zurecht und es geht voll schnell und ich sitze dann hier und denke mir so, genau, auf jeden Fall nicht. Ja, egal, ich muss da durch. Das Bild ist 80x100, hat dementsprechend 80 Kästchen, wenn ich sie 10x10 schneide, aber nur 40 Kästchen, wenn ich sie 10x20 schneide. Gut. Ist jetzt auch so ein bisschen Selbstbetrug. Aber wenn es hilft, wieso nicht? Nicht erschrecken. Könnte sein, dass die Hunde gleich bellen. Eine Tür geknallt oben im Haus. Alles passiert gut. Ja, gestern Abend war Freitag. Das bedeutet bei uns ja immer Schreitag. Da sind natürlich auch wieder neue Bilder online gegangen. Und ich bin leider, leider ganz, ganz doll verliebt. Ich würde sie euch gleich mal zeigen. Die sind nämlich leider sehr, sehr schön. Ich habe sie hier liegen. Und zwar sind das einmal die Ice Fruits. Dann haben wir die Schneeleoparden. Dann haben wir was richtig Cooles, und zwar den Erblühtee. Kennt ihr das? Das sind so Trockenblumen und dann gießt man da heißes Wasser drauf und dann geben die Geschmack ab und gehen dann eben auch so auf. Macarons are the sky, die sind richtig heftig. Ja, da werde ich schwach. Bunte Flaschenpost. Diese Spiegelung, dieser Korken, alles, das Bunte. 80x80. Und galaktischer Eiffelturm, 80x80, 180 Farben. Der ist halt wirklich heftig. Der ist krass. Ja. Da könnte man übrigens auch sehr, sehr viel mit AB-Steinchen machen. So, sollen wir mal den Basketball nehmen vielleicht? Ich glaube, den sehe ich nur hier. Da könnte man den ja mal machen.
Also ihr seht, das ist wirklich ein Griff und ich habe meine Stange und wieder keine Abis. Krass. Das ist eigentlich... Okay, wir haben natürlich jetzt hier auch... Ich glaube, hier kommt gefühlt jede Farbe der 200 Farben drin vor. Ihr wisst, all unsere Steinchen sind mittlerweile Harzsteinchen. Das heißt, mir ist es möglich, auch mehrere Steinchen auf einmal zu nehmen, wenn die Fläche es dann hergibt. Apropos, nächste Woche Samstag um 20 Uhr bei uns auf der Facebook-Seite startet ein Tutorial oder ein Workshop, ein Video, wie auch immer man es nennen mag, zum Thema eckig painten mit Pinzette für Anfänger und Fortgeschrittene. Ich freue mich sehr drauf. Da werde ich euch ganz viele Tipps und Tricks zeigen, was eigentlich so selbstverständlich ist, wenn man es denn dann weiß, ne? Ja, und da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Müsst ihr mal gucken. Ihr könnt auch dran teilnehmen an der Veranstaltung oder dann einfach dem Video beitreten. Das wird eine coole Nummer. Ich glaube, es wird voll. So, dann machen wir jetzt den Wegweiser. Der muss ja auch hier sein. Und wieder keine AB-Farbe. Ha! Wie krass. Ich hatte letztens den Tipp gegeben, wenn die Pinzette klebt, das hat man ja tatsächlich öfters mal beim Flüssigkleber, dann stecke ich die einfach in meinen Schaumstoffeinleger, wo meine Steinchen drin sind. Und dann klebt die nicht mehr. Feiere ich mega. So. Okay, das ist die Hantel. Dann machen wir die Sprechblase. Hier. Oh, Abi. Also manche funkeln mehr, manche funkeln weniger, weil ich einfach auch ganz, ganz viel noch von früher, von damals habe, sag ich mal. 2021 muss das gewesen sein, im Sommer. Da hatten wir eine Mega-Aktion mit AB-Steinchen. Und da gab es, glaube ich, 130 Farben oder so. Das waren aber tatsächlich alles Acryl. Und mittlerweile haben wir auch unsere AB-Steinchen komplett auf Harz umgestellt. Ja, davon habe ich aber noch nicht ganz so viele, weil ich noch einiges in Acryl hatte. Da habe ich letztens welche nachbestellt. Da hatten wir eine Mega-Aktion. Da gab es 10% darauf. Das hat sich dann schon gelohnt, ne? Da habe ich dann noch aufgestockt, was ich noch nicht habe. Und, oh, mega. Ich liebe meine AB-Steinchen über alles. Das ist so der heilige Gral für mich. So, die Ellipse. Auch wieder AB. Ich habe die Dosen viel zu voll gemacht. Teilweise brauche ich da nur so 2-3 Tütchen von. Aber egal. Sehe ich jetzt auch nur eine. Das ist halt dieses Sonnengelb. Von daher sticht mir das so ins Auge. Und dann, na komm. Finde ich das ganz gut. Okay, wir schweifen mal ab. Wir machen mal das hier. Das ist, glaube ich, mal kurz eine gute Idee. Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Gerade weil ich jetzt gerade auf dem Kopf painte, drehe ich mir meine Symbole dementsprechend auch so rum, dass die Zahl nach unten zeigt. Und dann gucke ich hier aufs Bild und sehe, aha, okay, das ist das Falsche. Das kommt weg. Und das benötige ich jetzt. Und wieder kein AB. Ja, die ganzen Steinchen habe ich ja selbst ausgetauscht. Und dementsprechend habe ich noch ganz, ganz viele Steinchen von diesem Bild über. Das heißt, selbst wenn ich mich irgendwo verrechnet habe und meine AB-Steinchen nicht reichen sollten, kann ich immer noch auf die normalen natürlich umschwenken. Wobei ich dann, glaube ich, eher Team nachbestellen bin, ne? Also, was angefangen wurde, muss auch beendet werden. Oh, 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 ganz dünnes Eis. Das sollte ich besser nicht sagen. Meinen vielen angefangenen Bildern. Okay, das war jetzt echt Perlen vor die Säue. Ach ja, wer im Glashaus sitzt, fällt selbst hinein. Das war dumm. Egal, ihr kennt mich ja schon. Ist ja immer dasselbe mit mir, ne? So. Ich
ziehe mir dann auch gerne mein Schiffchen hier so auf die Fläche. Ich hoffe, ja doch, das seht ihr. So als kleine Augenabgrenzung quasi. Ich möchte das mal so ein bisschen düselig zu erklären. Dann habe ich diese Fläche nämlich schon gesichtet. Wer weiß, ob es richtig war? Nein, natürlich nicht. Das stelle ich mir auch immer so daneben, dass ich immer direkt vergleichen kann. So. Und dann ziehe ich das hier so rüber und gucke, wo ich das Symbol noch finde. Okay, scheinbar erstmal gar nicht mehr. Das ist ja schon mal positiv. Das hier habe ich eigentlich gestern schon gemacht. Da wurde wohl eins übersehen. Das holen wir natürlich jetzt nach. Also das ist auch so eine ganz schlimme Monk-Krankheit von mir. Ich habe schon ganz oft gehört, nee, wenn ich ein Symbol vergessen habe oder übersehen habe, dann mache ich das später. Beziehungsweise ganz zum Schluss. Soll wohl auch eine Zeitersparnis sein. Kann ich aber nicht. Wenn ich das sehe, muss ich das sofort machen. Ansonsten geht mir das nicht aus dem Kopf. Ganz, ganz schlimm. Mir graut es ein bisschen davor. Ich hatte letztens eine Kundin, die meinte in der Gruppe zu uns, ja, teilweise brauche ich für ein Kästchen 2 Tage. Und ich habe da jetzt so ein bisschen Angst vor, dass das hier genauso endet. Ich weiß einfach auch nicht, welches Symbol ich als nächstes nehmen soll. Was man halt gut findet. Ich gucke immer, dass man das schon gut findet. Jetzt hatte ich gerade eins im Auge. Das war das hier. Nee, das ist das Falsche. Da ist es. 3687. Kein AB. Ihr merkt vielleicht, für so kleine Anzahlen nehme ich noch nicht mal das Schiffchen. Und später kristallisiert sich dann raus. Und, okay, waren jetzt doch irgendwie 375.000 Steine. Ach ja, wie das immer so ist. So, das waren jetzt 3. 3 hatte ich mir rausgelegt. 3 sehe ich auf Anhieb und da ist der 4. Natürlich. Also ab 4 ist eigentlich schon immer Schiffchenzeit. Aber okay. Das war jetzt, glaube ich, noch grenzwertig. Ne? Sieht ganz gut aus. Okay. So, dann sticht mir die ganze Zeit schon die Blume ins Auge, die 977. Sieht das toll aus? Ja, ne? Sieht schon toll aus. Habe ich, glaube ich, 3. 1, 2, 3. Das sieht gut aus. Packe ich einen erstmal wieder weg und dann schmeiße ich mir die hier hin. Zack. Dieses Bild wird einfach eine Lebensaufgabe. Hoffentlich painten meine Enkelkinder nicht daran noch. Das wäre natürlich blöd. So, Blume sehe ich jetzt nicht mehr. Dann machen wir mal dieses hier. Seht ihr das? Ja, seht ihr? Sehr gut. Das ist die 718, das sind auch noch die Acrylsteinchen. Also davon sehe ich 3, 4. Oh, da sehe ich ein paar mehr von. Also... ab ins Schiffchen. Aber ein bisschen sparsam, ne? Schütteln über der Klebefläche ist gar nicht so mein Ding. Okay. Dann gucken wir mal. Es wird so krass aussehen. Ich sehe jetzt schon mega tolle Dinge. Oh, hier liegt eins. Das ist genau das. Und das in der ersten Reihe, wo man eigentlich sagt, so, ja, okay, ab der ersten Reihe erkennst du noch gar nicht so viel. Das ist hier irgendwie ein bisschen anders. So, sehe ich noch mehr davon. Also, ich habe jetzt hier so ein kleines Extralicht. Ja, doch, das könnt ihr sehen. Und die Steinchen funkeln so extrem, dass man das teilweise gar nicht so gut sehen kann. Das ist tatsächlich auch bei Strasssteinchen so. Durch dieses extreme Funkeln bist du völlig überblendet. Das ist schon heftig, wie krass das einfach funkelt. Haben wir jetzt schon alle davon? Ja, ne? Ja. Sieht erstmal so aus. So, wir machen ja jetzt nur Konfetti. Also ich habe mir schon gedacht, dass wir hier heute im Video nicht besonders viel reißen werden. Aber mühsam ernährt sich ja das Eichhörnchen, ne?
Habe ich mal gehört. Ich hatte mir gerade ein Symbol überlegt. Ach ja, den Briefumschlag. Wo ist er denn? Da. 728. AB-Steinchen. Wenn die Dose so leer ist, bedeutet das, das sind meine letzten von der Nummer. Die könnten dann tatsächlich auch nicht mehr nachbestellbar sein, weil sie eben aus Acryl sind. Wäre möglich, tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht, wo wir weitermachen sollen. Das ist so krass einfach. Sollen wir mal was Einfaches nehmen vielleicht? Dass wir noch ein bisschen was schaffen vielleicht? Sollen wir mal... Vielleicht das blaue Viereck. Lass uns mal das blaue Viereck nehmen. 809, kein AB. Nehmt's mir nicht übel. Ach ja, das wollte ich euch fragen. Also die Videos gehen ja im Schnitt so eine halbe Stunde. Mir wurde gesagt, das ist eigentlich eine gute Länge. Besteht bei euch Interesse, dass wir vielleicht auch, keine Ahnung, in einem regelmäßigen Zeitraum, Abstand auch mal ein längeres Video machen, dass ihr sagt, boah, sonntags nichts zu tun, erstmal hier eine Stunde schön beim Painten zugucken? Also wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte jetzt auch, versprochen. Oh Mann, ey, wie unangenehm. So, wir haben Harzsteinchen. Das bedeutet, ich kann jetzt gleich auch mehrere auf einmal nehmen. Das, was wir jetzt in dem Symbol oder an dem Symbol painten, haben wir wahrscheinlich die 20 Minuten vorher insgesamt gehabt. Aber gut. Das ist natürlich jetzt auch ein Symbol, das sticht mega ins Auge. Und dadurch geht das natürlich auch zügiger, ne? So, heute werde ich so machen, dass ich euch gleich, was würde Silvia jetzt sagen, kurz auf die Gabel haue. Und dann zoome ich euch vernünftig ran und zeige euch das nochmal ordentlich. Von nahem. Und auch den Fortschritt natürlich, was bisher schon geschafft wurde. Das ist ja jetzt aktuell bei 10x10 Kästchen Nummer 4 und 5. Wobei, ja doch, also der einfache Teil war ja definitiv hier hinten. Und wenn ich das nehmen würde, ja, dann wäre ich noch nicht bei Kästchen Nummer 5. Also das ist schon heftig. Bin mal gespannt, ob ich das heute im Laufe des Tages fertig kriege. Heute habe ich, glaube ich, nicht ganz so viel zu tun. Heute sieht, glaube ich, ganz gut aus. Auch Wochenende. Ja. Heute Abend, also sprich, ich spreche jetzt für euch, wenn ihr das Video seht. Heute Abend, den Sonntag, geht die liebe Niki live auf Facebook. Unbedingt reinschauen. Sie painted momentan die Diamanten. Ganz, ganz tolles Bild. Ich glaube, das war auch so... Eins der ersten, was wir selbst entworfen hatten, mit Eriks Hilfe noch, in der Kategorie bei Chrissy und Chrissy. Die wurde ja mittlerweile aufgelöst, aber die Bilder bestehen natürlich trotzdem alle noch. Falls ihr euch fragt, warum die aufgelöst wurde, und zwar haben Chrissy und ich das aus Spaß an der Freude gemacht. Und mittlerweile wurde aus meinem Spaß an der Freude aber, ja, halt ein ganz großer Teil Diamond Painting mit Herz. Das erfüllt mich auch jeden Tag aufs Neue mit Stolz. Ja, und deswegen war dann für diese Extra-Kategorie einfach keine Zeit mehr da. Und ja, wenn ich dann angestellt bin, macht das nicht mehr so viel Sinn. Aber... Chrissy hat einen neuen Platz gefunden und zwar mit der lieben Denise zusammen. Die beiden entwerfen nämlich jetzt selber Bilder und jede Woche am Freitag, bekommt ihr je zwei Bilder von denen
zur Auswahl und zwei dann von mir. Also gehen eigentlich jeden Freitag 6 neue Bilder online, planmäßig. Kann auch mal sein, dass ich mich da mal rausziehe und sage so, macht ihr das mal. Es nimmt ja auch alles immer ein bisschen Zeit in Anspruch, ne? Momentan habe ich dafür eigentlich keine Zeit, neue Bilder zu machen. Aber so, ach, meine Arbeit ist einfach so mega vielfältig. Ich könnte glücklicher gar nicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fühle mich so, als wäre ich angekommen. So, also das war ja jetzt echt mal einfach, oder? Das war ja jetzt wirklich mal toll. Dann machen wir doch einfach direkt so toll weiter. Und zwar nehmen wir mal den Punkt. Die Farbe ist ganz neu bei mir eingezogen. Das ist die 3838 in AB und in Harz. Mega. Ich kipp sie euch mal ins Schiffchen und dann schütteln wir mal. Krass, oder? Ich weiß noch nicht. Also nächste Woche, wenn es das Wetter mal hergibt, heute ist leider alles noch nass draußen, der Gartentisch und die Stühle und hast du nicht gesehen. Und es ist auch mega kalt heute. Dann werde ich mal ein Video machen. Ich weiß nicht, ob es ein Special-Video wird oder ob es das Sonntagsvideo wird oder ob es nur ein Kurzvideo wird. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne ein Video machen, wo ich die AB-Steinchen mal nicht nur bei Tageslicht, sondern auch im Sonnenlicht zeige. Weil da kommt das Ganze nochmal richtig, richtig krass rüber. Ja, da habe ich richtig Lust drauf. So, mal gucken, ob ich 4 nehmen kann. Oh ja. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass die durch die Folierung so ein bisschen rutschiger sind. Deswegen habe ich 4 irgendwie die ganze Zeit nicht hinbekommen. Gestern im ersten Video, was ich ja leider löschen musste, was ich euch erzählt hatte, habe ich euch gesagt, nee, also das kriege ich überhaupt nicht hin. Und in dem Moment nehme ich einfach 4 Steine und das läuft. Und ich denke so, what? Ja, ist aber nicht die Regel. Also 3 ist eigentlich hier immer eine sichere Sache. Generell, 3 ist immer echt gut. 4 ist schon sehr, sehr gut. 5 ist ganz selten. Der Schaden ist höher als der Nutzen. Und ja. Wenn du dir dann so 5 Steinchen wieder vom Bild runterpicken musst. Ja. Macht dann nicht so viel Sinn. Muss ich gestehen. So. Ja, war das Symbol gleich auch fällig. Also ihr seht, Fläche beziehungsweise markante Symbole ist dann doch schon was anderes. Ich muss einmal gucken, ob ihr bis hierhin gucken könnt. Nee, dann lasse ich die erstmal raus. Das macht nichts. So. Krass, schon wieder fast eine halbe Stunde rum. Was macht ihr denn? Warum geht das denn so schnell? Ach Mensch. Jetzt wollte ich noch ein schönes. Komm, ein Symbol machen wir noch. Eins müssen wir noch machen. Wir machen das hier. Die 996. Ein ganz, ganz schönes Blau. Leider kriege ich das hier auf dem Video nicht so eingefangen, da sich die Farbe doch stark abweicht vom Original. Das ist so eine schöne Farbe. Dieses Symbol im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich es euch gezeigt habe. Richtig toll. Ja, ich gucke mal, dass ich mit meinem Schiffchen relativ nah dran bin. Kurze Wege gleich wenig Risiko. Zack, zack, zack geht das. Wenn du weißt, wo du gucken musst.
Ja, leider ist unsere Zeit schon abgelaufen, aber ich werde mir gleich erstmal die großen Symbole, glaube ich, vornehmen. Einfach auch, um dieses Erfolgserlebnis zu haben und sagen zu können, yeah, Kästchen fast fertig. Dass ich dann noch gefühlt 5 Wochen am Konfetti hänge, steht ja erstmal nicht zur Debatte und auf einem anderen Blatt. Das ist unwichtig. Aber von der Masse her ist dann schon mal gut was geschafft. Muss man ja auch mal so sehen, ne? Man muss sich das ja auch alles so ein bisschen schönreden, ne? Macht ihr das auch manchmal, dass ihr denkt so, jetzt trickse ich mich erstmal selber aus? Ich glaube, manchmal braucht man das einfach. Kommst nicht drum rum. Unser letztes Symbol, ich fasse es nicht, ey. Ja, also ich hätte schon mal Bock, ein längeres Video mit euch zu machen. Für euch, mit euch, wie auch immer. Aber ihr müsst da Bock drauf haben, ne? Also ihr seht mich ja auch im Schnitt 5-mal die Woche live. Aber vom Painten kriegt man auch einfach nicht genug. So, haben wir alle? Yes, haben wir. Dann, wie versprochen, zoome ich euch jetzt raus und zeige euch das bisherige Ergebnis. Bis gleich. So, wie versprochen, da ist es. Mega, mega schön. Man erkennt hier schon die Struktur ihrer Haare. Richtig nice. Richtig nice. Und hier zeichnet sich so ganz langsam was Blumenartiges ab. Ja, und guck mal, was ich gefunden habe. Das Steinchen. Das kommt jetzt in den Schrottsammler. So. Ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die Zeit hinrennt. Und oh, hier kann ich euch mal reinzoomen. Einmal hier ins Wunderwerk. Schaut's euch an. Oh mein Gott, geht noch näher? Ach, guck mal, jetzt geht's und gestern nicht, oder was? Danke für nichts. Okay. Ja, also wenn das keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Ich antworte versprochen. Ihr macht die andere Hälfte. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.